So, heute sogar das dritte Video. Eigentlich mache ich normalerweise nicht so viele Videos. Das ist jetzt bloß meine Ausnahme. Und zwar der Mihawk Forest. Und zwar hat mir jemand auf YouTube hier geschrieben, dass der den Mihawk Forest noch nicht geschafft hat. Und das kann ja schlecht sein, weil der wirklich der einfachste Forest der Welt ist. Also, dieses Team hier ist quasi idiotensicher. Jede Unit kann man immer kriegen. Mihawk ist immer Wochenende da. Usopp kriegt man in der Story. Und die anderen drei Units sind in den Fortnites da, die immer da sind. Obwohl. Ich bin mir nicht sicher, Luki, ob der auch da ist, aber den kann man mit jedem Quickslasher ersetzen. Eigentlich nicht mal, man braucht nicht mal unbedingt einen Quickslasher, den kann man mit jedem Slasher ersetzen. Also wirklich ein unglaublich einfaches Team, was das Bauen her angeht. Du brauchst keine Special Levels, man braucht gar nichts. Man muss einfach nur die Specials so einsetzen, wie ich es gemacht habe. Mit Legend Sorrow, der garantiert dir halt schön viel Leben, einen extra ATK-Boost. Mihawk gibt dir einen guten ATK-Boost, hat ein gutes Special mit seinem 30%-Cut und ja. Usopp Special kann helfen, Max zu sein, aber das funktioniert nicht, Max, definitiv. Alle Units sollten so über 50 sein. Ahlung würde ich auf 70 machen. Und dann hat man diesen Forest eigentlich safe clean mit dem Team. Man kann fast gar nichts falsch machen oder irgendwo Unluck haben. Hier in der Ahlung Stage würde ich mir einfach von Ahlung hinten lassen, ihn nicht unter 20% bringen. Also mega einfach. Hier in der Stage einmal Usopp einsetzen. Falls man Usopp nicht Special Level Max hat, kann man auf. Keine Ahnung, Miss Golden Week? Ne, nicht Miss Golden Week. Wie hieß die? Die blaue dort. Auf der kann man auf jeden Fall stallen. Die macht kaum Schaden. Ich glaube 2000 oder so. Ist eigentlich quasi nix. Also auf der kann man stallen, wenn man will. Alle drei Turns, also fast gar nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf der gestallt habe. Ich glaube sogar nicht. Man kann sich in. Doch ein bisschen. Man kann sich in SDR für die nächste Runde saven. Ich habe Orina dreimal ein SDR-Op auf Ahlung bekommen diesmal, hatte ich ein bisschen Luck, ich habe es nämlich vergessen. Und zwar kann man dann mehr Schaden auf Smoker machen, dann Smoker halt einfach killen. Wenn man Ahlung hochgelevelt hat, ist es gar kein Problem, den zu killen. Dann in der nächsten Stage killt man alle diese Krabben um den Drachen herum und dann killt man den Drachen, lässt sich einmal vom Drachen hitten wahrscheinlich, außer man hat lächerliches Op-Luck, was nicht passieren wird. Dann kann man sich Orbs für die nächste Runde saven und das empfehle ich euch zu machen. Ich habe es nicht gemacht, weil er zu wenig Leben hatte. Und ja, dann in der Stage, wenn man so zwei oder ein Ork kann auch reichen hat, einfach Zorro Special einsetzen, extra Damage machen. Ja, Mihawk natürlich als allererstes. Und ja, dann setze ich da Zorro ein, weil ich zwei Orbs hatte. Kill Nami, kill Sanji, kill Zorro und mach fast, kill fast noch Ruffy. Und dann haben wir noch Usopp Special für Mihawk. Lass uns aber einmal hitten, weil er 10.000 Leben hat, dann. Garantieren wir uns halt noch einen extra Turn. Ihr seht, also wir machen ihm easy genug Schaden. Und jetzt 4 Turns delayed. Und ja, gleich ist er down. Ja, das war jetzt nur ein ganz schnelles Video für die Leute, die wirklich den Mihawk Forest nicht geklärt haben, weil das Slash ist Standard. Also ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen für die, die den Mihawk Forest nicht geschafft haben. Und wir sehen uns im nächsten Video.